Und Sonja Hammerschmidt, SPÖ ist am Wort. Ja, wir haben jetzt einen umfassenden Tagesordnungspunkt mit insgesamt 8 Oppositionsanträgen. Und 2 Dinge haben diese 8 Oppositionsanträge gemein. Erstens, sie fordern alle Maßnahmen ein, um die negativen Auswirkungen des Lockdowns verbunden mit den Schulschließungen zu kompensieren. Denn wir wissen alle aus einer Unzahl von Studien, wie groß die Bildungsverluste der Kinder durch diesen Lockdown, durch diese Lockdowns waren, wie schwere Bildungsverluste sind, aber auch ihre psychischen, ihre sozialen Probleme, die damit verbunden sind. Die Maßnahmen, die wir hier allesamt gesetzt haben seitens der Opposition, reichen von Maßnahmen von Förderunterricht massiv verstärken, über Möglichkeiten zum Aufholen im Sommer, Sicherheitskonzepte, Teststrategien für die Pädagoginnen und Pädagogen, aber für alle Verdachtsfälle an den Schulen, damit Schulunterricht einfach sicher funktionieren kann, mehr Unterstützungspersonal, Sozialarbeiter, Psychologinnen, mehr eine Aufwertung der Elementarpädagogik und Stärkung der Elementarpädagogik, Themen zur Matura und so weiter und so weiter. Man könnte meinen, durchdachte Maßnahmen, durchdachte Vorschläge seitens der Opposition, wichtige Maßnahmen, denen allen Parteien zustimmen können. Das bringt mich zum zweiten Punkt. All diese Anträge wurden vereint, nämlich eines, sie wurden nämlich abgelehnt. Und ich habe es schon gesagt, abgelehnt, obwohl viele Studien uns belegen, welche Probleme hier aufgegangen sind und wie groß hier die Bildungsdefizite sind. Es lässt mich wirklich staunen. Und warum? Weil das Bildungsministerium sich für Budgetmittel bei der EU stark machen will, nämlich aus dem React-Fonds. So weit, so gut. Begrüße ich, braucht man gar nicht drüber diskutieren. Dass allerdings die Regierungsparteien den Minister auffordern müssen, dies zu tun, lässt mich dann schon wieder staunen. Sie fordern den Minister auf, zu handeln, zu agieren, sich diese Mittel auch entsprechend abzuholen. Dass in einer Krisenzeit wie dieser der Minister nicht einfach das Heft in die Hand nimmt und sagt, so, wie tun? Wir brauchen hier Maßnahmen, die die Krise bekämpfen und jetzt und rasch und schnell, damit die Defizite nicht noch mehr werden, das verblüfft mich auch. Worauf warten, Herr Minister? Andere Ministerinnen, andere Ressorts tun es auch. In der Landwirtschaft gibt es zusätzliche Mittel, im Tourismus gibt es zusätzliche Krisenmittel, in der Forschung gibt es zusätzliche Krisenmittel, national, international. Und noch ein Problem kommt dazu, React. Okay, jetzt haben wir das Budget beschlossen auf EU-Seite, auch die Krisenbudgets zur Bekämpfung der Krise. Aber wir wissen jetzt nicht genau, wann kommen diese Mittel. Wir müssen einreichen, das Prozedere zu durchlaufen, zu schauen, dass die Gelder nach Österreich kommen. Das kann Monate dauern. Das heißt, die Gelder für die Maßnahmen bzw. die Maßnahmen, die Sie setzen werden, werden Ende des Jahres im Klassenzimmer ankommen. Das ist mir zu spät. Die Bildungsdefizite sind da. Es muss alles daran gesetzt werden, so schnell wie möglich aufzuholen. Und dass die Anträge seitens der Oppositionsparteien hier durchgehend abgelehnt werden, das finde ich wirklich ungeheuerlich. Und sie in eine Tagesordnung zu zwängen mit 73 anderen Punkten, sie zusammenzustaffeln auf einen Tagesordnungspunkt, ist genauso ungeheuerlich. Gesetzte Maßnahmen im Schulbereich müssten schnell umgesetzt werden. Dass Anträge der Opposition durchgehend abgelehnt würden, sei unverständlich, so Sonja Hammerschmidt, SPÖ-Bildungssprecherin.